Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. In dieser Folge möchte ich über den lang ersehnten ersten offiziellen Trailer zu Season 5 reden. Der kommt schon morgen, genaueres gleich mehr. Dann möchte ich über das goldene Körperschild reden, das soll ein fettes oder da soll eine fette Änderung kommen, da bin ich schon sehr, sehr gespannt. Und über das Mirage Makeover möchte ich nochmal genauer reden. Dann bin ich nämlich auch auf eure Meinung so ein bisschen gespannt, was ihr davon haltet, weil ich so ein bisschen befürchte, dass Apex Legends sich in eine hoffentlich nicht falsche Richtung entwickelt, aber es könnte durchaus möglich sein. Als allererstes aber die interessanteste Information. Zuerst heute spät abends zum Mittwoch, am 30. sprich Donnerstag um 19 Uhr kommt der allererste offizielle Teaser-Trailer zu Season 5 und nennt sich, ist natürlich ein Stories from the Outland-Trailer und nennt sich Legacy of a Thief, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Moment, ich werde es mal einblenden. Legacy of a Thief, zu Deutsch das Vermächtnis eines Diebes. Und das ist natürlich, wie die Faust aufs Auge, ist das Lova total auf den Leib geschneidert. Ist das richtig ausgedrückt? Ich glaube ja. Warum? Legacy of a Thief heißt zu Deutsch das Vermächtnis eines Diebes. Habe ich das schon gesagt? Ich bin völlig verwirrt. Es ist spät abends, sorry. Warum ist das Lova perfekt auf den Leib geschneidert? Zumindest die Story oder die Überschrift der Story. Ganz einfach, wer mit Lova und den Fähigkeiten noch nicht vertraut ist, es sind diebische Fähigkeiten, könnte man sagen. Laut Leaks kann sie Loot durch Wände aufspüren, beziehungsweise durch wahrscheinlich ihre ultimative Fähigkeit, das ist zumindest meine Vermutung, dass es die Ulti ist, kann sie auch Loot durch Wände oder durch Gebäude, wenn man in dem Gebäude noch nicht mal drin ist, sondern nur außerhalb steht, kann man den Loot aus dem Gebäude ziehen. Ich gehe aber nicht davon aus, dass sie das durch den Tresor kann. Als ich darüber erstmalig gesprochen habe, dachten viele, was ist mit dem Tresor? Kann ich natürlich nicht sagen. Und wie genau das natürlich alles aussehen soll, weiß ich auch nicht. Es könnte aber auch sein, dass die ultimative Fähigkeit der Teleport ist. Sie soll nämlich auch teleportieren können. Sie schmeißt ein Gerät irgendwo hin, dann kann man sich dahin teleportieren. Entfernung und so weiter ist natürlich noch nicht bekannt. Ich zeige euch jetzt nochmal genauer das Bild. Sehr viel kann man da noch nicht reininterpretieren. Ich habe aber noch ein zweites Bild. Hier sehen wir so eine Art, ich sag mal, keine Ahnung, eine riesen High Society Location, wo gerade eine Party stattfindet. Und in der Mitte ist eine Büste von einem, wie nennt sich das, französisch Mannequin, wenn ich es richtig ausspreche, oder einfach Schaufensterpuppe. Ich zeige euch jetzt aber mal das zweite Bild, was viel, viel interessanter ist. Das ist nämlich das offizielle Premiere-Bild für diesen Trailer. Ich hoffe, ich habe schon gesagt, dass morgen um 19 Uhr, sprich am 30. April, der Trailer kommt. Sorry für meine Verpeiltheit. Und natürlich passend dazu soll ja auch morgen um 19 Uhr zeitgleich die vierte Phase von Ingame-Teaser zu Lova passieren. Sprich, Lova soll sich wohl irgendwo auf dem World's Edge befinden und man soll sie finden können, zu Deutsch gesagt. Was sehen wir nämlich hier genauer? Man sieht nochmal diese Schaufensterpuppe mit einem scheinbar sehr, sehr teuren Collier, Kette, keine Ahnung. Ich bin ein Kerl, für mich ist das eine Kette, Punkt. Und dass das wohl mit Sicherheit Lova sein wird, können wir davon ausgehen. Ich mache es mal ein bisschen größer. Schaut euch die Hände an. Das sind definitiv keine Männerhände. Das sind Frauenhände. Und schaut auf den linken Arm oder auf das Handgelenk, auf das linke Handgelenk dieser Armreif. Das soll wohl angeblich, das erkenne ich jetzt spontan erst, das soll wohl dieses Gerät sein, das sie wirft, wo man sich dann hin teleportieren kann. Das dazu. Viel mehr erkennt man leider nicht. Ich bin aber fester Überzeugung, dass das Lova sein wird. Wie gesagt, der Name sagt alles dazu. Ist zumindest meine Meinung. Eure Meinung natürlich auch sehr, sehr geschätzt in den Kommentaren, wie immer, was ihr davon haltet. Bevor ich jetzt gleich zum goldenen Körperschild komme und zu dem Makeover von Mirage, natürlich lasst diesen Daumen ein Abo da. Hallo Deutsch, es ist schon sehr, sehr spät für mich heute. Ich hatte einen langen Arbeitstag. Lasst diesem Video auf jeden Fall einen Daumen, da würde ich mich sehr, sehr drüber
drüber freuen. Und wenn ihr rund um Apex Legends, gerade um Season 5, nichts verpassen wollt, ich informiere euch so aktuell wie möglich. Also abonniert den Kanal, würde ich mich sehr drüber freuen. Jetzt komme ich zum goldenen Körperschild. Was sich genau ändert, kann ich nicht sagen. Aber, Moment, das ist das falsche Bild. Auf Twitter ist etwas von einer Apex News Seite aufgetaucht, wo ein Producer von Apex Legends große Änderungen am goldenen Körperschild ankündigt. Und hier ist auch eine kleine Überschrift: Was ist, wenn es nicht mehr schnell heilt? Und hier habe ich eine Befürchtung, und das ist auch das, was ich mit Mirage ein bisschen erzählen will. Ich finde das schön, dass jede Season irgendwo an den Metadaten gebastelt wird, an den Waffen gebastelt, gebufft, genervt, gehasste nicht gesehen. Aber ich befürchte so ein bisschen, dass es Respawn ein bisschen übertreiben könnte. Das ist meine Befürchtung. Was soll man an dem goldenen Körperschild denn jetzt noch ändern? Es war ein starkes Körperschild von Anfang an, seit es das gab. Irgendwann kam die Fähigkeit des schnellen Heilens dazu. Das war ja ursprünglich dem goldenen Rucksack nur gegönnt. Ich weiß gar nicht mehr, was die besondere Fähigkeit des goldenen Körperschildes war, bevor man damit schnell heilen konnte. Weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Wer es weiß, könnt ihr mich gerne vervollständigen. Aber dann wurde auch die Auffindbarkeit des Körperschildes mitten in Season 4 irgendwann verringert, weil es zu oft gefunden wird. Ich befürchte, dass hier ein bisschen übertrieben wird, so langsam aber sicher. Und deswegen möchte ich auch mal auf den Mirage zu sprechen kommen. Der bekommt ein komplettes Makeover. Wie genau das aussieht, weiß natürlich keiner. Es wird aber geschrieben, dass es kein Buff sein soll. Das heißt, an den Fähigkeiten wird ein bisschen was gebastelt. Wie genau, natürlich unbekannt, sagte ich bereits. iLoot Games hatte eine geile Idee vom Ulti, und zwar ein Emergency Escape oder Emergency Escape Party. Ihr kennt die Party auf dem Mirage-Schiff auf dem World's Edge. Ihr aktiviert diese Party, dann gibt es ein riesen Feuerwerk. Alles ist schön laut. Und iLoot Games meinte, das wäre doch eine geile Ulti-Fähigkeit. Du wirst unsichtbar, aktivierst dabei als Secret Escape oder als Emergency Escape diese Party. Was soll das Ganze bringen? Du lenkst natürlich deine Gegner irgendwo ab. Es ist mega laut. Die Gegner können deine Schritte oder die Schritte deiner Mates nicht mehr hören und du kannst dich in Ruhe verkriechen, und natürlich lockt es auch die Gegner an, die dir im Zweifelsfall im positiven Sinne den Arsch retten. Das war nur eine Vermutung, und hier meine Befürchtung, und hier möchte ich nämlich zur Diskussion ein bisschen anregen und eure Meinung auch hören. Ich gehe jetzt mal einfach davon aus, mein Main wäre der Mirage, und ich finde ihn perfekt, so wie er ist, auch wenn ich das bei den wenigsten bezweifle, weil ganz ehrlich ist es einer der Legenden, die am wenigsten genutzt werden, sind wir mal ehrlich. Deswegen bin ich der Meinung, hat er das Makeover auch komplett verdient. Aber wenn ich jetzt zu 100% mit dem Mirage so zufrieden wäre, wie er gerade ist, und dann wird auf einmal irgendwas gebastelt, was ich total scheiße finden würde, dann ja, dann ist das eben scheiße. Und ob ich das dann so positiv sehe und ich vielleicht die anderen Legenden aber alle so schlecht finde, dass ich vielleicht keinen Bock mehr auf Apex habe, das ist das, worauf ich eigentlich hinaus will. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass mein Pathfinder oder Octane, meine Mains, so sehr geändert werden, dass ich sie nur noch schlecht finde, naja, viele Auswahlmöglichkeiten finde ich, habe ich dann nicht, um meinen Spielstil treu zu bleiben. Und so musst du natürlich deinen Spielstil ein bisschen anpassen. Und das sehe ich ein bisschen kritisch. Deswegen eure Meinung. Wie seht ihr das? Natürlich halte ich euch tagesaktuell, wenn es wieder Neuigkeiten gibt. Zum Trailer übrigens kann ich leider keine Premiere machen, wie ich es in den letzten Trailer gemacht habe. Auch vom Bloodhound Event, auch zu Season 4 kurz vor Start, habe ich immer mal ein Trailer Event selber gestreamt. Es kam immer sehr, sehr gut an. Viele Abonnenten dadurch dazu gewonnen. Kann ich diesmal leider nicht. Ich werde aber zum Freitag den Trailer auf meinem Kanal natürlich nochmal zeigen und gegebenenfalls noch eine kleine Analyse hinten dran hängen. Würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr da einschaltet. Ich wünsche euch jetzt schon mal so langsam, aber sicher einen schönen Start ins Wochenende. Freitag ist ja Feiertag. Deswegen wünsche ich euch jetzt schon mal was, wer heute tagesaktuell noch das Video sieht. Donnerstagmorgen gibt es wieder einen Livestream zwischen 9 und 13 Uhr. Wird der sein, am Freitag eventuell auch noch mal zwischen 11 und 16 Uhr. Das war's jetzt von mir. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.